Liebe Ingolstädterinnen und liebe Ingolstädter, gerade eben läuft an der Technischen Hochschule Ingolstadt die weitere Stufe unseres Netzwerktreffens für die Urban Air Mobility, also rund um das Thema Drohnen und Flugtaxis. Sie wissen, dass wir jetzt seit etwa eineinviertel Jahren an diesem Thema dran sind. Ja, nicht deswegen, weil wir unseren ÖPNV ersetzen wollen, sondern weil wir einfach ein neues Stück Technologie auch am Standort ansiedeln wollen durch Forschung, Entwicklung und vielleicht mal in Zukunft auch Arbeitsplätze. Wir müssen um neue Technologien kämpfen, übrigens nicht gegen regionale Player wie andere Städte, zum Beispiel Regensburg, Augsburg, Nürnberg, Erlangen oder München. Nein, der Wettbewerb der großen Städte ist gerade im Bereich der Arbeitsplätze inzwischen ein internationaler Wettbewerb. Und insofern versuchen wir als Stadt Ingolstadt natürlich auch alles zu tun, damit hier die großen Unternehmen, aber auch die Forschungseinrichtungen wie die Hochschulen beispielsweise immer eine Exzellenz haben und damit immer eine Nasenspitze voraus. Das sind unterschiedliche Themenbereiche. Beispielsweise schalten wir die Ampeln auf Smart, das heißt, wir vernetzen sie, machen sie digital, um dann in Zukunft den Verkehr auch besser steuern zu können, zusammen mit der Audi AG. Die Pressemeldung haben Sie erst in den vergangenen Tagen gelesen. Wir haben eine erste Meile eingerichtet, wo wir autonomes Fahren erforschen können auf städtischem Gebiet. Wir haben eine Wissenschaftsstiftung gegründet. Wir verdoppeln die Technische Hochschule zusammen mit dem Freistaat natürlich, aber auch natürlich als Initiative zusammen mit der Technischen Hochschule durch die Stadt Ingolstadt. Wir versuchen ein neues Forschungsinstitut an der Katholischen Universität für den Bereich künstliche Intelligenz anzusiedeln. Wir wollen Biosensorik, Biotechnik am Standort ansiedeln, Wasserstofftechnologie, um beispielsweise in Zukunft den Energieträger der Zukunft auch am Standort zu haben, auch die Unternehmen, Vertriebswege und so weiter am Standort zu haben und so weiter und so fort, bis hin zum Thema künstliche Intelligenz, aber eben auch Urban Air Mobility. Und die letzten eineinviertel Jahre waren für unseren Standort sehr erfolgreich. Wir haben etwa 250.000 bis 300.000 Euro ausgegeben, aber wir haben Fördermittelprojekte in einer Größenordnung für den Standort, für die Unternehmen, für die Hochschulen eingeworben, wie noch nie zuvor. Alleine in den letzten eineinviertel Jahren konnten wir für das Thema Urban Air Mobility über 12 Millionen Euro einwerben. Weitere Fördermittelanträge sind gestellt, und sodass es bei diesen 12 Millionen nicht bleiben wird. Ein ganz besonderes Projekt ist für uns natürlich auch interessant, nämlich das Projekt In City Take Off. Da erwarten wir die Fördermittelzusage noch, und In City Take Off beschäftigt sich mit der Frage, wie müssen denn in Zukunft Landeplätze, sogenannte Vertiports, überhaupt gestaltet sein und wie muss überhaupt die Umgebung sein, damit man überhaupt einen solchen Vertiport auch in einer Stadt generieren kann. Kann das überall sein oder muss man da nicht auf zum Beispiel Lärmemissionen Acht geben? Muss man nicht bestimmte Einflugrouten und Abflugrouten beachten und so weiter und so fort? All das ist in Deutschland nicht geklärt. Es muss erforscht werden, und das soll die Wissenschaftler und Forschungsinstitute hier am Standort tun, zusammen mit den jeweiligen Projektpartnern. Und deswegen haben wir Fördermittelanträge auch beantragt, und wir hoffen, dass wir weitere Fördermittelanträge zu den 12 Millionen in Zukunft erhalten. Sie sehen, wir tun alles, um die Arbeitsplätze der Zukunft auch am Standort zu generieren. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, um es klar zu sagen. Man kann nicht sagen, wir machen mal nur den einen Weg oder nur den anderen Weg. Wir wissen auch nicht, was in Zukunft dann wirklich die Arbeitsplätze bringen wird, und deswegen spannen wir einen ganzen Regenschirm an Themen auf, um eben in Zukunft immer irgendwo auch mit dabei zu sein, sei es im Bereich des autonomen Fahrens, sei es im Bereich der künstlichen Intelligenz, sei es im Bereich der Wasserstofftechnik, sei es im Bereich der Biotechnik oder sei es auch in Zukunft im Bereich der Urban Air Mobility, also der Luftfahrttechnik, die ja am Standort mit Airbus auch eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Herzlichen Dank.